Am kommenden Wochenende, genauer gesagt am 1. Mai, startet traditionell das Rennen, sozusagen, das die Saison auf der Galopprennbahn in München-Riem eröffnet. Und eines der Rennen, so müssen wir es jetzt auch ein bisschen präzisieren, das dann vielleicht schon einen etwas vorentscheidenden Charakter hat, ist ein Rennen, in dem sich Kandidaten fürs mögliche Derby dann qualifizieren können. Es ist ein Gruppe-3-Rennen, die Bavarian Classics, und die sind mit 55.000 Euro dotiert. Boxen auf zum Start in das Galopperjahr 2022 in München. Am 1. Mai öffnet die Galopprennbahn im Münchner Osten wieder ihre Tore für einen Besuch der ganzen Familie. Die kleinen Rennbahnbesucher dürfen sich über Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderspielplatz freuen. Sportlich im Mittelpunkt steht das wetstar.de Bavarian Classic. In diesem 2000-Meter-Rennen können gleich einige der Pferde des Derby-Jahrgangs ihre Klasse für das blaue Band nachweisen. Die Derby-Vorprüfung ist mit 55.000 Euro dotiert. Gerade für die Münchner Galoppertrainer und die hier in den Quartieren trainierten Pferde ist der Aufgalopp ein wichtiger Tag zur Formüberprüfung und um sich dem eigenen Publikum zu präsentieren. 2022 selbst wird ein weiteres schwieriges Jahr für den Münchner Rennverein. Auch der Brand auf der Clubtribüne Ende Februar sorgte für zusätzliche Herausforderungen. Gleich 10 Rennen sind für den 1. Mai geplant. Das Programm auf und neben der Bahn bietet etwas für jedes Alter am ersten Riemer Renntag der Saison. Und es steigt sicherlich auch so ein bisschen die Nervosität vor diesem Aufgalopp beim Münchner Trainer, beim Galoppertrainer Michael Figger, der heute sogar im Studio ist. Servus Michael. Servus Daniel. Und einer, der ja die Woche wirklich noch viel zu tun haben wird, um alle Rennen dementsprechend richtig einzuteilen, ist der Generalsekretär des Münchner Rennvereins, Sascha Multra. Servus. Hallo Daniel. Sag gleich, wie ist der Stand der Dinge? Es wird jeden Tag sicherlich noch ein bisschen Veränderungen geben. Aber fürs Hauptrennen hat es schon eine kleine Absage gegeben, die ein bisschen wehmütig ist. Ja, das stimmt. Wir hatten in der vergangenen Woche Kontakt aufgenommen mit dem Kölner Besitzer von Tünnes. Das ist einer der Top-Zweijährigen des vergangenen Jahres gewesen, der bei Peter Schiergen trainiert wird. Und Freitag klang das alles noch sehr, sehr optimistisch. Holger Renz, der Besitzer ist, hat gesagt, ja klar, kommen wir nach München, reservieren uns einen Tisch. Wir kommen mit unserer ganzen Truppe und 99,9% startet das Pferd in München. Heute Morgen kam dann leider der Anruf, dass Tünnes kurzfristig Fieber bekommen hat und somit im Stall bleiben muss, womit wir jetzt aktuell noch 11 Nennungen für das erste Saisonhighlight der Münchner Saison haben. Aber ich glaube, wir werden am Ende des Tages ein sehr, sehr gutes Starterfeld präsentieren können. Wie schaut es bei den anderen Rennen aus? Sind vorrangig dann die Trainer, die Quartiere aus München dann, die ihre Pferde da stellen? Ja, wir haben tatsächlich am ersten Renntag durch das Gruppe-3-Rennen den Vorteil, dass sehr, sehr viele Trainer Pferde nach München schicken. Und die kommen dann nicht mit einem Starter alleine, sondern schicken weitere 2, 3 Pferde mit, sodass wir interessante Gäste aus auswärtigen Quartieren haben. Aber es ist natürlich so, dass die Münchner Trainer an jedem Münchner Renntag eine sehr, sehr tragende Rolle spielen. Und auf die bauen wir auch. Immerhin werden fast 150 Pferde in der Trainingszentrale trainiert. Und es ist natürlich schön, wenn die direkt vor der Haustüre Startmöglichkeiten haben. Michael, wie viele Starter hast du vorgesehen? Ich habe sogar 15 Pferde vorgesehen. Von denen wird vielleicht ein oder zwei nicht an den Start kommen. Aber also wir greifen ordentlich an. Ich möchte immer so viel wie möglich laufen lassen in München. Und da sind wir schon ganz gespannt. Mit welchem so Gedankengang? Das sind für dich erstmal so auch so ein bisschen so die Standortbestimmungen? Oder sind es schon wirklich die, wo du sagst, da sind klar Kandidaten dabei, die für diese Rennen, wo sie angemeldet sind, dann auf jeden Fall in die ersten drei reinlaufen sollen? Also mein bestes Pferd, die beste Stute, die läuft erst eine Woche später in Köln. Aber auch jetzt sind schon einige Hoffnungsträger dabei, die auch zum Teil für größere Rennen vorgesehen sind. Ist das für dich auch der Start oder es gab schon ein paar Rennen auswärts, wo du unterwegs warst? Ja, wir waren am Ostern waren wir mit 3 Pferden unterwegs, 2 in Berlin-Hoppegarten und eine Stute in Saarbrücken. Und die 3, die laufen auch am 1. Mai, also die haben jetzt einen Konditionsvorteil. Aber die zählen jetzt nicht zu denen, die ich jetzt meine, für die ganz großen Rennen. Deswegen sind wir da schon sehr gespannt. Wir haben natürlich schon ganz starke Gegner, weil wie der Sascha gesagt hat, kommen auch von den großen Quartieren recht gute Pferde, die mitgenommen werden, weil in München ist immer Top-Geläuf und haben die Pferde schon mal ein Reisetraining. Also da die sieglosen Rennen, also die Rennen, wo lauter sieglose Pferde laufen, die sind schon ziemlich gut besetzt. Klingt ja immer so ein bisschen ja, despektiert, man sagt sieglose Rennen, aber es können ja auch Pferde sein, die sind Zweiter, Dritter geworden. Also genau. Es sind ja keine
hinter dem Feld her trabenden Pferde gewesen, sondern das sind schon auch die Kandidaten, die mal nah dran waren. Genau. Und das sind auch oft eben Pferde, die später dann auch sogar mal im Derby laufen. Also ich habe zum Beispiel eine Stute, die im sieglosen Rennen läuft, im Schweizer Derby genannt. Da haben wir natürlich jetzt große Hoffnung, dass sie sich jetzt schon recht gut präsentieren wird. Wie steht denn so die Situation gesamt beim Rennverein da? Wir hatten es kurz vorher gesehen, es gab im Februar den Brand auf der Clubtribüne. Ohnehin zwei schwierige Jahre durch die Corona-Pandemie. Jetzt dürfte er Publikum wieder drauflassen. Es gibt so gut wie keine Beschränkungen mehr. Das heißt, blickt ihr sozusagen ganz hoffnungsvoll und total optimistisch in die Zukunft? Also wir sind immer optimistisch, was die Zukunft angeht, das ist ganz klar. Optimistisch oder weil es sich wirklich abzeichnet, es wird besser? Nein, ich denke, man muss es realistisch sehen. Jede Zeit bietet ihre Chance. Natürlich war das im Februar ein massiver Einschnitt, wenn du in der Nacht von 24. auf 25. Februar Bilder kriegst, wo du siehst, es brennt gerade ein Teil deines Kapitals ab, das du eigentlich zur Durchführung jedes Renntages brauchst. Dann rutscht dir das Herz schon mal ein bisschen in die Hose, das ist keine Frage. Und ich kann auch nicht leugnen, dass so das ein oder andere Tränchen bei mir im Auge aufgetaucht ist, weil die Herausforderung natürlich riesig ist. Man muss aber gleichzeitig sagen, es ist auch eine Chance. Diese Clubtribüne ist ja in ihrer Substanz erstmal erhaltbar. Jetzt ist es unsere Aufgabe, tatsächlich ein Konzept, ein Raumkonzept zu entwickeln, dass es dem Rennverein ermöglicht, zukünftig dort Zuschauer genauso gut zu betreuen und zu beherbergen wie in der Vergangenheit oder eben vielleicht sogar noch besser. Wir haben uns da bereits einige Gedanken gemacht und ich denke, wir werden am Ende ein ganz gutes Konzept präsentieren können, was vielleicht auch ein bisschen den Zeiten angepasst ist. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich sind wir sehr, sehr euphorisch, dass die Zuschauer wieder in unbegrenzter Zahl letztlich auf die Bahn dürfen, dass keine Maskenpflicht mehr herrscht etc. Allerdings ist es auch eine Herausforderung, denn diese Clubtribüne hatte für uns einen sehr, sehr zentralen Versorgungsaspekt. Also da war unter anderem unsere Vorbereitungsküche enthalten etc. Das heißt, wir müssen uns jetzt für diese Saison einfach ein bisschen kreative Lösungen einfallen lassen, dass die Zuschauer zu Essen, Getränken kommen, entsprechend Platz haben, auch ein Dach über dem Kopf haben, wenn sie tatsächlich an einem Tag kommen, wo es zwischendurch mal regnen sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Und da muss man ein bisschen kreativ sein, aber wir haben da einige ganz gute Ansätze, glaube ich, parat. Und so ist der erste Renntag jetzt natürlich mit einer neuen Spannung ausgestattet, weil es ist tatsächlich nach 2 Jahren der erste Renntag mit Publikum unter gänzlich neuen Bedingungen, gänzlich neuen Voraussetzungen. Aber ich glaube, wir sind ganz gut gewappnet und kriegen das auch in den Griff. Als Krimi-Gucker muss ich jetzt echt nachfragen, ist schon raus, warum es zu dem Brand gekommen ist? Lag es an irgendwelchen alten Kabeln oder sowas, die dann mal, ja, das passiert doch nun, irgendwann, wenn die Substanz älter wird, dann auch mal zündeln? Also es ist tatsächlich raus. Wir hatten sehr schnell natürlich die Brandfahndung vom LKA im Haus und auch den Gutachter von der Versicherung. Beide sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Es war tatsächlich ein Kabelbrand und zwar in einer Decke zwischen 2. und 3. Stockwerk. Also auch nichts, was man jetzt irgendwie hätte herausfinden können. Das hat letztlich dazu geführt, dass der 3. Stock der Clubtribüne ganz ausgebrannt ist. Und das Haus ist jetzt erstmal, sage ich mal, in einem ersten Step von den Brandschäden saniert worden. Will heißen, es steht jetzt da eigentlich ein Rohbau. Und unsere Aufgabe wird es sein, diesen Rohbau jetzt entsprechend wieder zu gestalten, sodass wir im nächsten Jahr dann dem Publikum eine neue Clubtribüne präsentieren können. War da viel Aufregung, auch bei euch so in den Trainerquartieren? Weil ihr kriegt das natürlich alles mit, da, was in der Nacht und in den nächsten Tagen da passiert. Absolut. Wir dachten, also ich dachte, dass zuerst die sogenannte A-Tribüne, die vom Ziel betroffen war, die denkmalgeschützte, wunderschöne Holztribüne, aber die war es dann nicht, sondern eben die Clubtribüne. Und das ist natürlich schon eine riesen Aufregung. Aber Gott sei Dank hat die Feuerwehr mit, glaube ich, 100 Kräften da gute Arbeit geleistet und das quasi die Tribünen einigermaßen gerettet. Und das Glück war auch, dass es relativ windstill war und dass es so einen leichten Schneeregen gab. Sonst wären die Nachbartribünen auch noch mit betroffen gewesen. Gut, das war natürlich zusätzlich jetzt nochmal so eine Nummer, die für Unruhe sorgt, für Unsicherheiten vielleicht sorgt. Wie bist du, wie sind die Münchner Trainer, ihr werdet ja auch Kontakt untereinander haben, durch diese Corona-Zeit gekommen? 2 Jahre lang mit keinen Zuschauern und schwierigen Situationen für die ganze Durchführung der Rennen. Ich weiß nicht, ob der Bestand an Pferden bei dir im Quartier zurückgegangen ist. Also 2020 war schon sehr schwer, weil wir hatten erst keine Rennen und dann komprimiert. Also das war für viele, für mich sehr, sehr anstrengend. 2021 war dann schon besser und da war ich dann auch zum ersten Mal in meiner Karriere bayerischer Champion. Also ich hatte letztes Jahr ein ganz tolles Jahr.
Die Preisgelder waren zwar noch nicht auf altem Niveau, aber es gab genug Rennen und schöne Erfolge. Also da kann ich mich keineswegs beklagen drüber. Na, schon gesagt, du hast ein Pferd für Schweizer Derby, was geplant ist. Was ist so für dieses Jahr, für nächstes Jahr möglich jetzt bei dir im Stall? Sind da Kandidaten, wo sich es abzeichnet, die wären mal vielleicht für höhere Aufgaben in Frage kommen? Ja, also ich habe sehr interessante Zweijährige, und aber auch ein paar gute Dreijährige. Sogar auch Vierjährige, die sich noch steigern werden. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich auch dieses und nächstes Jahr, also in der Zukunft, auch wieder in Listen- und Grupperennen mitmischen kann. Was für mich immer so aufhört, ist immer sehr analytisch, sehr ruhig. Und ich glaube, erst wenn dann wirklich mal das Pferd über die Ziellinie kommt, dann bricht es mal raus. Sascha, ich habe gesehen, 8 Renntage sind angesetzt in diesem Jahr. Klar, als Highlights, das sind wirklich die schon seit Jahren tragenden Tage mit dem großen Dallmayr-Preis oder dem großen Preis von Bayern. Und du hast auch gesagt, klar, ihr steht jetzt ein bisschen vor einer anderen Situation, was die Versorgung auf der Bahn betrifft. Aber habt ihr die Sicherheit, dass ihr diese Renntage auf jeden Fall durchführen könnt, dass das in puncto Sponsoring und alles gesichert ist? Ich würde es eher anders formulieren. Wir haben die Verpflichtung. Du musst dir das so vorstellen, Daniel, wir haben zu Beginn der Saison, gibt es eine große Terminabsprache zwischen allen deutschen Rennvereinen. Und da ist es so, dass man sich als Veranstalter gewisse Termine sichert. Und wenn du die einmal gebucht hast quasi, dann kannst du die zwar stornieren, das kostet aber Geld. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, 8 Renntage durchzuführen. Und wenn wir uns das zum Ziel setzen, dann machen wir das auch. Und die Leute können jetzt wieder ganz normal kommen, Tageskasse, Karten kaufen, weil das war im vergangenen Jahr, als dann schon wieder Leute kommen konnten, aber begrenzt, ging es nur online. Und ich glaube, das hat auch manche dann abgehalten, weil sie sagten, ja, jetzt muss ich es reservieren, dann gehe ich vielleicht doch nicht. Einfach ist ja, man kommt hin, Tag, und dann zahlt man und geht rein. Also es ist ja immer spannend vor einer neuen Situation, wenn du nicht genau weißt, was passiert, insbesondere wenn der Wetterbericht auch so undurchsichtig ist wie jetzt gerade, wo es heißt am Sonntag ja so 15 Grad, aber vielleicht ab und an mal Regenschauer. Ändert aber nichts. Erstens hat man ein Dach über dem Kopf, zweitens vorausbuchen online geht, hat einen Vorteil, steht man nicht in der Schlange an der Kasse. Die Tarife sind identisch, also egal ob an der Tageskasse oder online, die Tarife sind gleich. Aber es steht die Tageskasse zur Verfügung und man kann unproblematisch am 1. Mai nach Riem kommen mit der Familie. Es gibt ein Kinderprogramm mit Ponyreiten, mit Hüpfburg, mit Spielplatz. Und ich denke für die ganze Familie einen tatsächlich schönen Tag der Arbeit. Und deswegen, egal ob online oder an der Tageskasse, das Wichtigste ist, dass alle Leute vorbeikommen. Und 6 Food Trucks. Die gibt's auch. 6 Food Trucks. Oh, ganz schnell, was für Richtung, was für Speisen wir geboten, weil das, jetzt wird es interessant. Jetzt. Wir bieten alles an, was der Gaumen begehrt. Also angefangen vom Grillgut über Schöpfgerichte, die wir tatsächlich haben, bis hin zum Burger, ist alles im Angebot. Okay, ich glaube, jetzt hast du den letzten gekascht, der noch so ein bisschen wankelbar. Danke, Michael, dass du da warst. Viel Erfolg. Danke auch. Für den ersten Tag in Riem und dann für die ganze Saison. Sascha, ich drücke die Daumen, dass jetzt alle Pferde da bleiben, nicht nur einer absagt. Können wir brauchen. Dass das dann passt.